Willkommen zurück bei Pokémon Quarz. Ja, entschuldigt, dass ihr da am Anfang noch so ein bisschen was gesehen habt von meiner Audioaufnahme. Da habe ich kurz mal reingeguckt. Was machst denn du hier? Du warst ja hier überhaupt nicht rein. Egal, mach ich mit fertig. Ja, im letzten Part haben wir uns ja hier so ein bisschen beim Haus des Rätselmeisters verirrt. Wirklich weit gekommen sind wir leider nicht. Also Fortschritt lässt zu wünschen übrig. Und ich wollte das Spiel ja eigentlich schon durchziehen, aber wir wollen ja auch relativ viel erkunden. Wir wollen ja diese Region hier sehen. Aber ohne Fahrrad, ohne Skates kommen wir hier nicht weiter. Also müssen wir uns wohl nach einem anderen Weg umsehen und ich glaube, den haben wir auch gefunden. Da oben ging es ja noch rechts lang. Ich hoffe, das ist auch der rechte Weg. Schlechtes Wortspiel, wie die von Joy. Wie, hier ist nix. Einzelne leere Grasflecke bedeuten immer, dass da was ist. Ach, ich erinnere mich an diesen Weg, ja. Wer bist denn du? Ach, Ren. Hey, Wolf, schön dich zu treffen. Ich war dabei, ein paar Pokémon zu fangen für Baro. Wie ist denn mit dir? Wie wäre es mit dich in Aktion zu sehen? Ich meine, kämpfen? Battle, ja. Battle schreibt man mit Doppel-D. So, mal gucken, was Ren so gelernt hat. Was ist das denn? Colossio, ist das ihr Starter-Pokémon oder hat die das viel gefangen? Ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und meine Elektroattacken ziehen ja nicht wirklich gut. Rollout, nee, das wirkt zum Glück auf uns nicht so gut. Bin ich auch froh drum. Wenn das Vieh uns überrollt, sind wir blöd. Ja, wir sind platt. Mistvieh, ey. Nein, das ist ein ganz liebes Pokémon. Tja, dann werde ich wohl Plino in den Kampf schicken müssen. Fury Cutter. Zornklinge. Ich weiß gar nicht, wodurch Zornklinge stärker wird, aber ich hoffe einfach mal, dass die jetzt... Nee. Plino, nein! Ich hätte doch lieber die Kugel satt und... Madonna? Wie wär's denn mit dir? Warum ist das Quick Attack und nicht Wing Attack? Ja, das ist auch noch ein Stein-Pokémon für dich. Gut, wenn das Vieh jetzt aus dem Überroller nicht mehr rauskommt, dann kann ich es mit Cassie fertig machen. Oder auch nicht. Ich dachte eigentlich, Rollout wäre eine normale Attacke. Scheint eine Gestein-Typ-Attacke zu sein. Hoffentlich hört die Attacke jetzt auf. Ja. Platscher, das ist gut. Postes Vieh und Berry. Low Kick. Sehr schön. Zumindest das Vieh ist weg. Und Berry, der kriegt jetzt hier ordentlich Erfahrung reingepusht. Soll er die Pflanze oder sie? Ist ja Ren. Schickt mir hier die Pflanzen als Gegner. Mit dem Karateschlag ziehe ich die aber aus dem Verkehr oder auch nicht. Stachelspore. Feigling. Und der Megasauger. Hm. Alles so eine Sache hier. Aber das... Also unser Berry war, glaube ich, der beste Eintausch, den wir hätten machen können. Wenn ihr mal guckt, wie viel der zieht mit seinen Attacken. Ja, Berry, du bist ein gutes Pokémon. So, ich tausche jetzt einfach mal aus, weil Berry fast erledigt ist. Mal gucken, was unser Gegner in den Ring schickt. Ich benutze die Naturkraft. Das ist also das Feuer-Pokémon. Swift. Ach, das ist Stern. Ja. Das halt die Statusprobleme, das ist gut. Mit Barry schon mal. Seht ihr hier, das 200 E-Mails ab, super.
Absorb oder Astonish? Ja, ich versuch's mal mit der Astonish. So viel dazu. Nee, das kriege ich nicht mit Berry platt. Nicht, wenn der noch volles Leben hätte. Nö. Macht er uns einfach fertig. Das ist halt die Frage. Wenn ich jetzt nochmal hinlatsche, hat es einen Sinn? Ach kommt Leute, macht's jetzt nochmal. So, entschuldigt, dass ich da jetzt mal vorgespult habe, aber ich will diesen Part jetzt Fortschritt haben. Ich will nicht jeden Part im Kreis rennen. Also ein bisschen Fortschritt sei mir gegönnt. So, Pokémon. So. Ich will heute zumindest mal irgendwas erreichen. Weil, ihr habt es ja gesehen, im letzten Part gab es schon nicht wirklich Fortschritt. Und hier bisher auch nicht. Das möchte ich jetzt ändern. So, ich hol. Also, Ren, die mache ich jetzt fertig. Was bist du denn? Ist auf jeden Fall ein Insekt oder ein Käfer. Insekt oder Käfer? Ja. Ein Insekt oder ein Pflanzen-Pokémon. Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich Schlucke auf. Das Problem ist die zwei neuen Nachrichten, die ich da habe. Die könnten eventuell sein, dass meine Tante rein will, aber die hat jetzt eh um 11 einen Termin. Also ist es noch morgens jetzt knapp 11 Uhr. Das bedeutet, jetzt braucht sie eh nicht mehr reinkommen. Jetzt sollte sie sich erstmals zu ihrem Termin begeben. Und wenn, dann kann man mich ja auch auf dem Handy anrufen. So ist es ja nicht. Sie ist nämlich genau neben mir und das klingelt nicht. So. Ren mache ich jetzt kurz mal fertig. Ja, das haben wir ja alles schon gehabt. So. Dieses Vieh. Ey. Nutze jetzt am Anfang mal die Donnerwelle. In der Hoffnung, es bewegt sich mal nicht. Ja, das ist gut. Jetzt kann ich es mit dem Sonnenschock schön traktieren. Ach, Growl. Hoffentlich kriege ich es jetzt. Wenn ich das jetzt platt kriege, dann haben wir einen Stein drin. Dann sollten wir sie eigentlich relativ easy fertig machen können. Ja. Seht ihr mal. Eine andere Attacke kann schon das ganze Spiel entscheiden. Also den ganzen Kampf. Hier Krieg. Gibt ja auch so eine Theorie, dass Pokémon sich, also die Welt der Pokémon eigentlich im Krieg ist. Ja, diese Theorie besagt nämlich, dass eben, weil es so wenig, ja, Männer mittleren Alters gibt, sondern entweder Kinder oder ältere Männer oder Seemänner oder sowas, und kaum wirklich normale Erwachsene, dass es eben im Krieg ist und die halt im Krieg sterben oder gerade im Krieg sind. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die jetzt das andere Vieh rauszieht und nicht das Feuer-Pokémon. Aber gut, das kriege ich schon irgendwie platt und im Notfall benutze ich Cassie jetzt. Oh, bis zieht. Ja, immerhin kann ich jetzt einmal den, nach dem Wurzel hat die überhaupt. Wurzel hat Cassie die Flinkklaue. Die scheint ja nicht wirklich flink zu sein. Wenn jedes andere Pokémon zuerst angreifen kann. Treibholz, Laser. Ich versuch's mal mit Berry. Vielleicht kann Berry ja jetzt doch hier nochmal punkten. Ja, Fokus. Fokussier die Energie. Ich hau so lange mit Karate drauf. Sehr schön. Strawberry, ja, oder wie auch immer das Vieh heißt. Das kriegen wir jetzt auch noch fertig. Berry ist ja hier der Meister des Kampfes gegen so Viecher. Also, dass ich Berry gefangen habe, war echt. Ist jetzt inzwischen eins meiner Lieblings-Pokémon, muss ich sagen.
aus unserem Team. Er hat sich zu einem meiner Lieblinge. Ich meine, Plino, klar, Plino finde ich richtig cool. Laser finde ich vielleicht noch cooler, wenn er sich entwickelt. Den fand ich ja anfangs richtig geil, aber jetzt so langsam enttäuscht er mich ein bisschen, weil er halt sich nicht entwickelt. Aber wenn er, was halt auch ein Indiz dafür ist, dass wenn er ausschlüpft, wahrscheinlich heftiger wird. Aus seinem Kokon ausschlüpft. Ich verstehe schon nicht aus Mai. Barry, mach mir jetzt nicht schlapp. Ich hab dummerweise jetzt Dings verhauen. Madonna, genau. Leute, Namen, ne? Überhaupt nicht mein Sujet. Übrigens, kennt ihr das Problem? Ich möchte bei Steam etwas kaufen über meinen PayPal-Account, dass es abbucht, aber weil es zu teuer ist, bucht PayPal nicht bei mir ab. Falls ihr da irgendeinen Hinweis habt, wie ich das machen kann, ansonsten muss ich halt PaySafe-Cards holen, möchte ich eigentlich nicht, werde ich aber tun müssen. Ja. Falls ihr da irgendeinen Tipp noch für mich habt, lasst ihn einfach mal da, vielleicht hilft er mir. Los, hol ihn dir, Plino. Verfolgung. Tod. Plino, mein bestes Pokémon hier. Und gleich noch Level up. Vielleicht lernst du ja auch noch eine gute Attacke. Nee, doch nicht. Du bist so süß. Ich liebe. Also, du bist so wunderschön. Ich liebe. Ja. Du bist so fähig, deine Pokémon zu trainieren. Ich mag dich. Ich meine, nichts. Nimm das, okay? Oh, wir haben den Itemfinder bekommen. Den Detektor. Das ist ein Detektor. Es ist ein Geschenk von mir. Ich hoffe wirklich, du benutzt es, um nach mir zu sehen. Jetzt muss ich gehen. Aber bevor ich gehe, möchte ich dir noch etwas geben. Noch etwas anderes. Soll ich? Na gut. Ren küsste Wolf. Ein sehr, sehr merkwürdiges Mädchen. Auch so ein netter Kuss von einem Mädchen, das ist doch völlig okay. Gab's da jetzt bei so einer Sendung im HR? Gucken ja nicht viele. Ich habe mich langsam zum Fan des HR gemausert. Seitdem die da, wer weiß es, Straßenstars und sowas bringen. Und da hatten sie einen Kölner da. Die haben sie gefragt, ob Küssen bei ihm schon als Fremdgehen gilt. Und der natürlich, ach nee, Küssen geht nicht als Fremdgehen. Nee, bei uns in Köln während Karneval ist völlig normal. Nee, Leute, sehe ich da ein bisschen anders, aber soll ja jeder selber gucken. So, gucken, ob. Entschuldigt, ich beschleunige das jetzt. Weil der Part geht nicht mehr lang. Muss ja gleich mal nachgucken, was das da für Nachrichten waren. Oh, Entschuldigung. So, Trainer-Tipps. Hinweis zum Fangen von Pokémon mit einem Netz. Drücke den A-Button, wenn es gebissen wurde. Achso, mit einer Angel. Mit einem Netz. In der Stadt ein Arena-Cup, okay. Das ist ein... This is a marvelous terrain for farm. So. Ich wollte eigentlich nur... Was bist du denn? Kaktus-Pokémon oder was? Dass ich nicht schocken kann, weil es vom Typ Boden ist, okay? Das ist Geheimkraft. Also... Secret Power, ja, Geheimgeschehen. Da muss Plino ran. Hilft nix. Ja, ja, Hidden Power. Nützt dir überhaupt nichts. Plino werde ich jetzt im Boden stampfen. Kugelsaat. Oder auch nicht. Das fehlt ja eine ganze Menge aus. Wie lang geht eigentlich die Aufnahme? Tut mir leid, dass ich da eben nachguckt habe. Ja, der Part wäre nämlich jetzt vorbei. Das habe ich mir schon gedacht. Vernichtet. Dreimal getroffen und weg. Oh, Laser ist Level 17.
I lost the battle. Ja, das will ich hoffen. Weil wenn ich gewonnen habe, dann... Ja, wenn ich verloren hätte, dann würde ich mich sehr, sehr wundern. Ah, hier sind wir in Purple City und da steht ein alter Bekannter von uns. Den werden wir uns aber im nächsten Part ansehen, dann wieder mit besserer Tonqualität. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Pokémon Quarz. Bis dann, euer Wolf.